Ein Weltinteraktion. Alter Falter, das wird jetzt krass. Ein Weltinteraktions-Upgrade. Okay, das kriegen wir sogar hin. Das ist gar nicht so schwer. Zack. Ey, ein Erfolg. Technischer Fortschritt. Und Glück auf haben wir auch. Ich tue das mal rein. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Und was wir mal machen können, war aber nie Glück auf. Fertig eine Spitzhacke aus Holzbrettern und Stöcken. Hey. Ja, okay. Okay, 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 okay. Also, wir müssen das quasi... Da muss das ja weg, ne? Aha. Und da muss dieses Upgrade rein. Ah, ja, ja, sortieren. Was? Suche nach Inventar bei... Ach, du Heiliger. Okay, okay, es hat sich irgendwas geöffnet. Es hat sich irgendwas geöffnet. Es kann sein, dass schwarz ist. Hier hat sich was... Ja, Notepad++ will Update. Okay, irgendwas hat er da geöffnet. Das geht gleich weiter. Installiere Notepad. Ja, ja, das kriegen wir hin. Geht sofort los. Das war jetzt... Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt soll er es aber mal installieren. Jetzt will ich natürlich gucken, was da rauskommt. Zack, ja, 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 ja. Ganz toll. Zack. Ausführen. Change Look. Ja, interessiert nicht. Da haben wir das. Ach du Heiliger. Okay, das ist über. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu krass. Wir gehen mal wieder zurück ins Spiel. Sortierung öffnen, Itembaum, Verknüpfung automatisch. Ach du Heiliger, mittlere Maustaste. Ich habe keine Ahnung. Zieht er jetzt automatisch das Wasser? Nee, er zieht das Wasser hier nicht rein. Jetzt muss ich den Wassereimer bestimmt nehmen, ne? Ich muss jetzt bestimmt da einen Eimer reinlegen oder so. Geht nicht mal. Kann ich da einen Wassereimer reinlegen? Ich muss mal probieren, ich kenne das noch gar nicht. Das ist völlig neu alles hier für mich. Das ist ja unglaublich, unglaublich spannend vor allen Dingen. Nö. Und du hast dir eins fürs Item gebaut. Ich muss jetzt mal gucken. Ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex mit diesem Ding hier, muss ich sagen. Ich weiß nicht mal, wofür dies unbedingt da ist. Oder muss ich das hier reinlegen? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass das hier hingehört. Ich bin überfragt. Also da wäre ich nochmal um Hilfe sehr dankbar. Aha. Überflüssig ausleeren. Ausleeren. Überflüssig ausleeren. Das ist richtig. Aber es kommt kein Wasser an. Warum nicht? Er zieht das doch hier raus eigentlich, oder nicht? Suche nach Inventar bei X0, Y0, Z0. Ja, das kann ja auch nicht funktionieren. Mehr Optionen. Ja, das finde ich super. Mehr Optionen sind echt super. Rüste automatisch ansehen. Truhen, Schaltflächen an. Beim Aufnehmen sortieren es aus. Ja, ja, ja. Es hat viele Optionen, das Ding. Das Upgrade muss da runter rein. Also wir haben jetzt eine leichte Verzögerung im Stream gerade. Der ist auch rot. Warum ist der Stream rot? Das habe ich noch nie gesehen. Streamzustand rot. Was heißt denn das für mich? Bei der Wiedergabe können Schwierigkeiten und Probleme auftreten. Oh, ich hoffe, bei euch ist da alles gut. Ich habe noch nie einen roten YouTube-Stream gesehen. Das ist ja unglaublich. Wovon ist das denn plötzlich gekommen? Ich muss mal gucken, ob im Hintergrund irgendwas noch an ist, aber eigentlich nicht. Ja, Steam, aber daran kann es nicht liegen. Also das ist immer an. Aber ich beende Steam einfach mal. Das ist ja überhaupt kein Problem. Sekunde. Vielleicht frisst das gerade so viel, man weiß es ja nicht. Wir wollen natürlich eine ordentliche Qualität hier haben. So. Dann sind wir auch schon wieder da. Ja, das Upgrade ist unten drin, aber es passiert gar nichts.
Strom haben wir oder braucht das hier jetzt auch Strom? Nee, hat ja nichts. So richtig verstehen tue ich das nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht irgendwie, dass das so funktioniert. Ja, ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr. Das muss ich mir mal zwischen den Folgen irgendwie angucken, wie das jetzt genau geht. Denn das ist in der Tat heftig. 2,3 Deck per Bucket, okay. Muss ich hier irgendwas mit den Koordinaten machen? Ich verstehe es nicht. Tausche Werkzeuge aus, bevor sie zerbrechen? Nein. Mehr coole Sachen. Sounds an, Rüstung automatisch anziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will, aber gut. Beim Aufnehmen sortieren. Truhenschaltfläche, Server-Items. Okay, Verknüpfung. Ermöglicht verschiedene Tasten. Automatisch ersetzt kaputte Werkzeuge. Ermöglicht das Sortieren. Nee, das will ich nicht. Funktioniert das nicht? Fragezeichen. Okay. Ich habe es nicht für Flüssigkeiten gebaut. Oh, dann ist das der Fehler. Dann stimmt, für Items. Mein Fehler. Dann machen wir es nochmal. Entschuldigung, mein Fehler. Vielleicht können wir es woanders verwenden. Wie hieß denn dieses ganze Ding nochmal? Ach du Heiliger. Auf was man alles achten muss. Ich bin so froh, dass ihr da so den Durchblick habt. Weil, ich will da ehrlich sein, Flüssigkeit ist blau. Ja. Jetzt habe ich unendlich viele. Wir hatten die schon. Okay. So, dann muss das hier rein. Und war es das, oder? Blau ist Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Geht oben nicht, muss hier rein. Der geht nicht. Und hier geht nichts rein. Achso, ich kann da ja nicht rauf. Ausleeren, bereit, überflüssig leeren. Das ist ja richtig. Das betrifft ja auch nur diese beiden hier, wenn ich hier drauf drücke. Denise hat Hallo geschrieben. Oder hi. Ja, hi. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, das ist jetzt eine großartige Frage hier. Jetzt habe ich aber 19 von diesen Dingern gebaut. Das ist natürlich auch ärgerlich. Da habe ich nicht aufgepasst, dass ich die selber im Inventar schon hatte. Gut, also hier müssen wir irgendwas machen können. Das kann ja nicht sein, dass das nicht geht. Dodge ist jetzt auch Flüssigkeiten. Leer. Das muss ja wohl hier rein. Du hast ja mir wurde gesagt von dir, ich soll es hier rein tun. Das Upgrade. Extra Utilities, Flüssigkeiten. Muss das oben drauf vielleicht? Kann das sein, dass es oben drauf muss, dass er von der Seite keine Flüssigkeit kriegt, weil der da Holz hat? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. So, einmal geht hier nirgends rein. Das versuche ich auch gerade mal. Der volle geht hier auch nirgends rein. Und der geht hier oben auch nicht rein. Der kann nur hier unten irgendwo hin. Kann man sich quasi aussuchen. Machen wir mal in erster Stelle. Irgendetwas haut hier aber noch nicht hin. Vielleicht brauchen wir... Stahlhase ist am Start. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht benötigen wir auch so eine Art Redstone-Fackel darunter oder so. Ich muss mal das Mikro anders machen. Ich gammel mich mal langsam hin. Ich kann schon gar nicht mehr. So wirklich sitzen. Und die Verbindung sieht super aus. Ich
Ich weiß nicht, ob es beim Tank funktioniert. Ach so. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Für mich ist die Frage natürlich... Es gibt es ja nichts anderes Unendliches. Es hilft ja nichts. Dann müsste ich hier einen 4x4 Brunnen quasi hinmachen. Das wäre die einzige Alternative, die ich sehe. Aber dann brauche ich nicht das. Dann war das eh doof, dass ich das gebaut habe. Dann helfen die mir gar nicht. Weil dann... Ich habe ein 3x3 Wasserfeld gebaut. Okay. Wasserfeld. Jetzt lass mich mal überlegen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, also 6 Felder muss ich gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder müssen wir gehen. Das heißt, hier hinter könnten wir dieses Wasserfeld bauen. Das muss auch nicht schön aussehen, das wird man nachher gar nicht sehen. So, dann haben wir die Dinger hier. Wartet mal. Jeden Stein mitnehmen, ne? Man weiß ja nie, es könnte der letzte sein. Da müsste das ja rein theoretisch gesehen... Wenn ich den jetzt hier hinsetze und wenn wir jetzt auch noch den richtigen nehmen, wo haben wir den? Wir hatten noch 20 Stück hier. Ja gut, ich werde es einfach mal zwischen den Folgen probieren. Das bringt uns ja gar nichts. Das hilft nicht weiter. Alter Falter. Okay, dann machen wir es mal anders. So. Und dann haben wir das doch hier. Hier machen wir mal eine Fackel hin. Ich weiß, eine Fackel brauchen wir nicht wirklich, aber wo ist das Wasserding hin? Wir haben es hier. So, dann machen wir es doch mal so. Wir probieren es jetzt mal so. In der Mitte kommt das Ding hin. Dann brauchen wir die... von Gasen Flüssigkeiten. Dann müssen wir ja die haben eigentlich. Ups. Bestimmt reichen die wieder nicht. Bestimmt wieder einer zu wenig. Kennen wir doch. Oh nee, das passt genau. Wofür ist dieses Upgrade da? Ich weiß es nicht. Also müsste das ja so funktionieren, wie das jetzt ist. Aber das tut es nicht. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall mal anschauen. Das sieht jetzt ja schon mal prinzipiell gut aus. Ich könnte damit sogar wirklich leben. Das wäre auch voll okay, wenn wir unendlich Wasser hätten. Aber es passiert ja gar nichts. Also das ist... Ich glaube auch nicht, dass das Strom braucht. Es steht ja hier nichts von Strom. Oder müssen wir... das vielleicht doch hier hin tun jetzt? Dass der das da irgendwie aktiviert oder so? Ich habe keine Ahnung. Na gut, liebe Leute, dann würde ich sagen... würde ich mir das mal offscreen irgendwie die Tage angucken. Denn ich will euch jetzt hier auch nicht zu viel langweilen damit. Das ist jetzt nicht das Spannendste, was wir hier gerade machen. Und okay. Da müssten wir mal gucken. Vielleicht baue ich auch ein anderes System. Es gibt, wie gesagt, auch Abpumpgeräte, die abpumpen, Wasser abpumpen. Und dann, ich kann hier ja mal einen Stream. Ja, das kannst du gerne mal machen. Das wäre mal nett, wenn du mir da mal sowas schicken könntest. Ja, da würde ich sagen, ja, reden wir gar nicht um heißen Brei. Es funktioniert definitiv mal gar nicht. Bei
Basisrohr. Und dieses Basisrohr ist doch für Flüssigkeiten da. In der Mitte ein Stein. Dann darauf das Transmodul. Ah, okay. Okay, wir versuchen das nochmal. Es muss da drunter also Wasser sein. Ich verstehe. In der Mitte ein Stein. Das kriegen wir nochmal hin. Das probieren wir jetzt als letztes aus. Weil das Problem ist halt wirklich, dass ich langsam los muss. Wo haben wir es? 20 Stück hatten wir. Wo sind 20 Stück? Da. Und Stein abbauen. Und das Modul da wieder rein. Das ist, glaube ich, gerade da hinten, ne? Ne, ich hab's. Ich bin schon ein bisschen McShugel langsam. Ja, ja, es geht. Tausend lieben Dank, es geht. Jetzt haben wir unendlich Wasser. Ach, das ist ja ein Traum. Tausend lieben Dank. Tausend lieben Dank. Dann brauche ich das Screenshot gar nicht mehr. Wow. Ja, dann brauchen wir das nur noch verkleiden. Dann können wir den wieder mit hochnehmen. Ja, ich weiß, Spitzhacke brauchen wir dafür nicht. Ach, wie geil ist das denn? Oh, und schau mal, wie viel Wasser das ist. Das ist ja unglaublich. Wir werden ja unendlich Sauerstoff und alles bekommen. Ach so, weil der hier reinlädt. Ich wollte gerade sagen, was macht der da? Und wenn wir jetzt hierfür, gibt's ein Upgrade? Hier gibt's Upgrades. Das können wir mal machen. Da gibt's ja Energie- und Geschwindigkeits-Upgade. Das mache ich nochmal schnell. Das machen wir nochmal schnell. Add Mechanism. Und dann gehen wir mal ganz kurz auf der Suche nach den Upgrades. Die will ich jetzt noch schnell mitnehmen. Na, hier steht's. Energie, Geschwindigkeit geht und Energie. Und Geschwindigkeit geht. Und Energie und Geschwindigkeit. Energie haben wir hier schon mal. Also da können wir schon mal hingehen. Das können wir mal ganz kurz gucken. Vielleicht haben wir da sogar noch ein Lager. Das kann sogar auch sein. Energie. Nee, haben wir leider nicht. Was bist du denn? Robit. Okay. Dann machen wir das doch mal schnell. Yeah, das geht sogar. Sehr schön. Wie viele brauchen wir denn davon? Wie war denn das? So war das. Und Geschwindigkeit. Das können wir auch nochmal reinmachen. Das haben wir da. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, ey. Richtig cool. Das war sehr mega hilfreich. Tausend lieben Dank dafür, weil das hätte mich jetzt ein bisschen verzweifeln lassen. Wo hatten wir es? Ich hab's gerade gesehen. Da ist es. Ich weiß gar nicht, wie viel man da reinmachen kann, ob ein oder zwei. Es spielt eigentlich keine Rolle. Die meiste Zeit wird es eh nur rumstehen. Wir machen mal eins rein. Das sollte reichen für den Anfang. Ja, achtmal und achtmal. Na gut, dann machen wir das. Komm, dann machen wir das. Aha, ich habe es fast befürchtet, dass wir das nicht hinkriegen. Kriegen wir noch eine Geschwindigkeit hin? Brauchen wir die, glaube ich, auch, ne? Wir benötigen das. Wir müssen Eisenbarren und Redstone in diesen Dingsterbums da rein tun. Können wir mal machen, gehen wir hoch. Das machen wir jetzt noch. Ja, danke. Na, ich will es nur mal ganz kurz sagen, für alle, die jetzt vielleicht den Chat gerade nicht lesen oder später das als Let's Play schauen. Der liebe Residway hat geschrieben, kein Problem, helfe gerne. Ja, super Einstellung. Also wie gesagt, tausend lieben Dank und ja, das freut mich. So ist das natürlich optimal, miteinander zu spielen. Eisen... Ja, 64 sollten reichen und... Red. Nehmen wir mal 64 und dann brauchen wir diesen metallischen... Gott, wie sieht denn der nochmal aus? Den brauchen wir. So, und dann tun wir das da rein und dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Auch hier sollten wir dringend die Upgrades reinmachen. Michelle fragt, ob wir nach dem Stream eine Laberrunde machen wollen. Ich kann leider nicht. Ich kann leider wirklich nicht. So, wir machen jetzt mal Folgendes.
Der war's, ne? Ja, der war's. Upgrade. Wir haben doch schon mal eins. Erstmal graden wir das hier ab. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. So, und dann machen wir auch gleich das Geschwindigkeitsupgrade hier rein. Pst, wo haben wir's? Jetzt machen wir das. Ziehen wir's schnell durch. Die paar Sekunden nehme ich mir jetzt noch. Jetzt habe ich Blut geleckt. Ha, ha, ha. Nein, ein weiter. Sehr schön. Und auch hier gehen 8. Also 7 Stück können wir nochmal machen von jedem. Machen wir jetzt mal 2 Geschwindigkeiten noch. Immer wieder falsch. Und mir ist klar, man kann nicht nur Geschwindigkeit machen, man muss auch Energie machen. So, 5 Geschwindigkeit können wir noch machen. So, dann dürfen wir noch 3 für hier unten machen. Dann rüsten wir mal unsere Maschinen auf, dass es hier auch ein bisschen schneller vorangeht. So, dann haben wir die eigentlich hier unten komplett. Mehr dürfen wir gar nicht machen für hier unten. Dann müssen wir hier noch Energie machen, wobei wir hier eigentlich nicht so viel brauchen, aber was soll's. 7 Energie dürften wir maximal machen. Wir machen das mal. Was soll's. Energie. Energie. Wir haben nur 1 Energie. So, ich wollte schon sagen. So, 5. Dann laufen die Maschinen mal hier auf Hochdampf. Ja, hat schon Stromprobleme, wie man sieht. Energie 6, also noch 2 Energie dürften wir machen. Sehr schön. 1, 2, 1, 2. Perfekt. Dann haben wir die Maschine schon mal komplett geupgradet. 8 von 8. Und jetzt haben wir hier auch 8 von 8. Sehr schön. So, aber damit wir da genug haben, komm mal her, dann machen wir nochmal einmal Eisen. Einmal Redstone. Mensch, wir haben echt viel Redstone, das ist echt cool. Guckt euch mal, wie schnell das geht, unglaublich. So, Redstone kommt hier rein, Eisen kommt hier rein und dann machen wir nochmal einen Haufenweise von den Dingen. Nehmen wir noch mit. So, und dann läuft das doch. Das nehmen wir doch noch mit. Das hat sich doch gelohnt dann. Wobei das für unten schon reichen sollte, glaube ich. Ich glaube, die Energieleitung ist nur allgemein zu schwach für das, was hier passiert. Wir brauchen hier stärkere Stromleitungen oder einen Speicher, einen Energiespeicher hier drunter. Den können wir auch bauen. Der kann gar nicht so viel Strom ziehen, wie er halt, ja, ziehen möchte. Das heißt, die Leitung ist einfach schwächer als das, was gehen würde. Die Geschwindigkeit ist jetzt die, die maximal die Leitung hergibt. Das heißt, es gibt 2 Optionen. Entweder wir verlegen völlig neue Leitungen, yeah, ich weiß, ihr freut euch alle. Oder aber, hallo, Firo 06. Oder aber, wir tun dann Energiezelle einfach hin. Das passt dann auch. So, jetzt machen wir unten die Maschine auch nochmal besser. Das ist ja cool. Dann haben wir Sauerstoff ohne Ende. Das passt. Und wer sagt, spring runter. Oh, geht nicht. Ist Glas davor. Sodele. Ja, da haben wir doch viel geschafft. Das Unterwasserlabor nimmt Gestalt an. Wir können es unter Wasser atmen bis zum geht nicht mehr. Das ist ein Traum. Schaut euch das mal an. Das ist ja unglaublich. Und hier werden wir das gleiche Problem haben. Wir brauchen hier noch einen Energiespeicher, glaube ich. Obwohl, nein, brauchen wir eigentlich nicht. Wie viel dürfen wir noch machen? 7. Wir brauchen noch 7 von den Upgrades und 7 von denen. Die machen wir noch ganz schnell. Zack. 1, 2.
So. 7 und dann brauchen wir noch 7 und wir brauchen 7 von den anderen. Geschwindigkeit, wo waren die denn wieder? Mensch, die verstecken sich aber auch immer. Das ist, manchmal sucht man sich im Wolf, ne? Manchmal sucht man sich im Wolf, die waren irgendwo hier unten. Da bin ich mir echt sicher, hier ist Strom gewesen. Da ist Geschwindigkeit. Ich habe kein Glas. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hoch und machen Glas. Hauen die schon mal rein, die kann er ja schon mal verarbeiten. Also wenn wir eins haben, ist es jetzt Glas. Jetzt, wie wir wissen, wie wir Glas machen, haben wir unendlich Glas quasi. So. Ich muss ganz kurz gucken, wo war das drin? In den hier. Da können wir den hauen. Aus Sand können wir dann Glas machen. Ach, das ist Speckstein. Ja, wie gesagt, Glas kriegen wir recht schnell zusammen. Das ist das kleinste Problem, was wir haben. Boah, schaut mal, wie schnell das brennt. Das geht doch ratzefatze. Dam, 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 dam. Mensch, ist um Viertel nach. Verdammt, ich wollte los. Das machen wir noch fertig. Die Upgrades kloppen wir rein und dann machen wir einen fixen Abgang, aber. Wir überziehen schon eine Viertelstunde. Das ist nicht ohne. Na los, komm. Wer fertig? So. Den Sand tun wir da auch noch rein. Okay, hier macht er 3, aber es dauert auch 3-mal so lange. Also das schneller sein ist relativ. Weil mir hat man damals gesagt, boah, mach überall rein, geht schneller. Es geht nicht schneller. Dafür brennt er langsamer. Also null Zeitgewinn im Endeffekt. Man kann nur mehr mit einmal quasi machen, wenn man es raustransportieren lässt automatisch. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Mal machen, dass wir unten mal so ein bisschen die Maschinen runterbringen und die auch so ein bisschen automatisieren, dass es ins ME-System geht oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal schauen. Das wäre ganz wünschenswert. So, das darf da auch rein. Und dann machen wir die jetzt nochmal schnell. 1, 2, 3, 4, 7. So, komm mal her, wenn wir denn schon dabei sind. Machen wir das erstmal weg, dass wir es nicht automatisch wieder herstellen. Und ich will da durch. Und wenn wir das schon machen, dann so, dann kann das da auch gleich rein. Und dann stellen wir das unten noch rein und dann passt das doch. Ja, ist ein Traum mit den Maschinen. Also die, da schlampige Arbeit, muss ich noch korrigieren. Ist mir noch nie aufgefallen. Da müssen wir mal gucken. Das Treppenhaus würde ich auch nochmal verändern wollen. Das gefällt mir nicht so, dieses ständige Wendeltreppen. Ich muss mal gucken, es gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass wir da mit anderen Mitteln arbeiten. Zum Beispiel einen Fahrstuhl oder so. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. So, dann gehen die da auch noch rein. Ich finde es ganz gut, wenn wir unsere Maschinen immer gleich upgraden. Das heißt immer, wir können in Zukunft schneller und reibungsloser arbeiten. Und ja, das sollte jetzt passen. Jawohl, Effizienz 256 mal. Passt, schaut euch mal an, wie das hier trotzdem nicht rast. Aber gut, er befüllt ja jetzt auch zwei Dinge mit einmal. Da wollen wir mal nichts sagen, nicht? Eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Eine Sache, wie war denn das? Erlaubt teleportieren zu anderen Ankern. Stellen Sie, was? Stehe auf einen Anker, schaue in die Richtung eines anderen und springe zum Reisen. Kann auch mit dem Stab des Reisenden verwendet werden. Das probieren wir nochmal aus, weil das ist ja hier ein Anker. Das heißt, wenn ich hier einen habe... Und hier. Aha.
Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Geht das auch, wenn das um die Ecken ist? Ist ja cool. Okay, also das könnten wir auch machen. Oder, wie gesagt, ich hätte eigentlich eher... Jetzt haben wir das per Zufall gerade noch da entdeckt. Wir könnten allerdings auch einen Fahrstuhl bauen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht nehmen wir einen Fahrstuhl. Müssten wir mal schauen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Und ich weiß auch noch gar nicht so ganz, wo ich diesen Klotz hier hinstellen soll. Ich mach das mal hier. Also das ist schon cool. Ja, das ist schon cool, aber ich glaube, so ein Fahrstuhl ist noch cooler. Ich bin mir nicht so sicher, wir schauen da mal. Ich mache den erstmal hier hin. Das ist ja eigentlich wurscht. Hilft uns jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen schneller zu teleportieren. Mittelfristig geht das ja. Mittelfristig würde ich dann halt wirklich ein Dings bauen. Weil dieses Treppengedöns ist ganz witzig, aber auch echt nervig. Ewig dieses Treppenlaufen. Und ich hatte gesehen, dass es, oder ich habe in meiner Let's Show-Welt schon einen Fahrstuhl gehabt, den würde ich dann wieder bauen. Ja, hier geht es nicht schneller, weil Strom zu schwach. Es ist die Stromleitung. Wir können mal Folgendes machen. Wenn wir das jetzt mal machen. Energie. Wir machen es nochmal anders. Ich komme gar nicht zum Weggehen. Ender I.O. Wo waren die denn? Die waren doch hier irgendwo gewesen. Das ist die Leitung. Ich suche die Stromleitung. Da gab es verschiedene. Hier. Hier 20.000. Wir können es ja mal folgendermaßen machen. Dann geht die nämlich noch unten ins... wir gehen hier lang. Unten ins System und dann geht der Reaktor da mit dran. Dann können wir das mal speisen und dann sehen wir mal, wie schnell das geht. Zellrun, du musst los! Ja, das stimmt, in der Tat. Das stimmt. Ach, ich glaube, die waren besser. Mist, ich habe jetzt die falschen genommen. Die sind besser, da geht noch mehr durch, glaube ich. Dann, dann, dann. Okay, aber man kann die rankapseln. Das ist schon mal gut. Aus. Niemals aktiv, immer aktiv. Ah, das war doof. Ich düse auch gleich los. Ihr seid nicht gleich los. Das ist erstmal ein Provisorium alles. Na, das ist alles ein Provisorium. Ups. Natürlich. Die wertvollen Leitungen bleiben da oben. So, dann können wir das auch so machen. Dann kann das nämlich hier weg. Und rein theoretisch gesehen ist ja das das von Reaktor. Wenn ich da jetzt Saft drauf gebe. Das könnte ich jetzt ja mal machen. Input, Output. Ja, der sinkt. Da müsste der jetzt eigentlich oben deutlich mehr Saft haben. Ach, hier hätten wir auch runtergehen können. Weil das Strom ist Problem. Das heißt, wir müssten da drunter auch, kann die Anker auch mit einem Rechtsklick umbenennen. Ach so. Ach, wie cool ist das denn? Privat, geschützt, öffentlich und so weiter. Ach, danke schön. Danke auch dafür, für den Hinweis. Das ist natürlich eine coole Sache. So, jetzt müssten wir das hier nur nochmal anschließen. Geht das? Nee, natürlich nicht, weil... Boah, es ist halt... Ist eine andere Leitung, mag er nicht. Ich könnte es aber so machen. Boah, jetzt kann er gar nicht mehr so viel Wasser ziehen. So schnell geht das jetzt. Das ist krass. Also ich sehe schon, ich komme gar nicht weg. Alter, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ah, das ist ein Spaß. Ja, das bedeutet für mich, wir machen hier nochmal einen Speicher dahin, dass wenn wir den brauchen, dass wir immer schnell arbeiten können. Wir haben ja hier diese Basis,
Haben wir da vielleicht noch welche drin? Natürlich nicht. Da können wir ganz klein machen. Da reicht wirklich ein kleiner. Hier so ein 5000er, der reicht locker. Warum? Achso, ich war nicht am Tisch. Okay, es fehlt zu viel. Ist egal, das machen wir mal anders. Da haben wir es drunter. Ich mache nur ganz kurz den Strom aus, weil ansonsten... Achso, der Spawner ist natürlich an. Das war die Stromzufuhr. Zeon, du musst los. Ich weiß. Ich höre jetzt auch auf. Ich höre jetzt auch auf, ihr Lieben. Danke, dass ihr mich darauf hinweist. Ja, danke fürs Zugucken. Immer Daumen hoch würde ich mich freuen. Ich muss leider wirklich los. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und ja, nächstes Mal schon früh dann mit Banished. Also, mach's gut. Ciao und danke fürs Zugucken. Nein, eins müssen wir noch machen. Ich muss noch hoch. Ich muss noch hoch zu meiner Abschiedsstelle immer. Eieieiei. Das wird heute ein Gewurschtel hier. So, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns dann das nächste Mal. Und ja, macht's gut, schönen Abend, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.